Die letzten Filmaufnahmen von Adolf Hitler im Garten der Reichskanzlei. Seit dem Ende des Dritten Reichs fragen sich die Menschen, wie war all das möglich? Es ist halt schwer vorzustellen, sich Hitler, jemanden, der den Holocaust befohlen hat, sich als einen privat, umgänglichen, netten Menschen vorzustellen. Es war viel einfacher, vor allen Dingen für die Menschen nach 1945, sich ihn als ein Monster, einen Dämon vorzustellen, um sich davon natürlich von dieser Zeit zu distanzieren. Der Name Adolf Hitler ist für immer mit Gewalt und Unmenschlichkeit, fanatischem Rassismus und pervertiertem Nationalismus verbunden. Er steht für Krieg und Völkermord. Hitler ist alles nachgesagt worden. Er war ein Irrer, er war ein Geisteskranker, er war ein Perverser. Ich würde sagen, das apokalyptische Wirken Hitlers ist im politischen Sinne natürlich vollkommen wahnsinnig. Aber medizinisch findet man keine Belege für seine Schuldminderung. Aber was machte die Persönlichkeit des Adolf Hitler aus? Wie verhielt sich der Diktator in seinem Privatleben? Diese Fragen sind immer noch weitgehend tabu. Am 25. Mai 1913 verlässt Hitler Wien Richtung München. Im Reich der Habsburger will er nicht länger leben, den Dienst in der Armee des ungeliebten Kaisers um jeden Preis vermeiden. Nur für Deutschland will er sein Blut vergießen. Ein Grund war, dass er einen solchen Hass auf Wien entwickelt hatte. Für ihn als Deutschnationalen bestand der große Reiz darin, in eine deutsche Stadt zu gehen. Der andere Grund ist viel prosaischer. Er musste aus Österreich verschwinden, weil ihm das Militär auf den Fersen war. Er hatte nicht in der österreichischen Armee gedient und so verfolgten sie ihn bis nach München. Er flieht aus Wien, als er 1913, nach seinem 24. Geburtstag, einen größeren Geldbetrag aus dem väterlichen Erbe bekommt. Ein zeitgenössischer Stummfilm zeigt eine Musterung der K&K-Armee als Komödie. Die Militärs sind entschlossen, den Müßiggänger aus Linz doch noch zur Truppe zu zwingen. Er ist ja dann 1913 sogar nach Bayern gegangen, nach München. Da konnte er sich noch so zurückziehen in die Isolation. Man hat ihn ausfindig gemacht und aufgefordert, sich der Musterung zu stellen. Und zwar müsste er normalerweise in Linz gemustert worden sein. Er hat also dann aber an den zuständigen österreichischen Beamten geschrieben, dass er wegen seiner schweren Lungenerkrankung, die zu Rückfällen neigt, nicht nach Linz fahren könne. Und so ist er in Salzburg ist er gemustert worden. Er ist aber ausgemustert worden dort und hat sich dann, als der Erste Weltkrieg begann, merkwürdigerweise als Freiwilliger gemeldet und ist eben im bayerischen Regiment in den Krieg gezogen. Auf dem Odeonsplatz versammeln sich die Bürger Münchens am 2. August 1914 zu einer patriotischen Großdemonstration. Eine Militärkapelle spielt, die wacht am Rhein und Deutschland über alles. In der jubelnden Menge steht auch Hitler. Er hat inzwischen 15 Monate als armseliger Künstler in München verbracht. Jetzt wird auch er vom nationalen Delirium erfasst und begrüßt den Krieg enthusiastisch. Auf einem Foto ist der damals 25-Jährige zu erkennen. Auf diesem Foto sehen wir jemanden, der offensichtlich sehr froh über den Ausbruch des Krieges ist. Er ist nicht der Einzige. Millionen Menschen in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, freuen sich über die Aussichten, die der Krieg bringt. Wir wissen, er ist jemand, der sich für Militärisches und den Militarismus interessiert. Er glaubt an Deutschland. Für ihn ist das Grund genug, sich unverzüglich freiwillig zu melden. Nach ein paar Tagen wird er in die bayerische Armee aufgenommen. Er schaffte es wegen eines bürokratischen Fehlers, in die bayerische Armee zu kommen und wurde nicht nach Österreich geschickt.
Das hatte später rechtliche Konsequenzen und man konnte ihn nicht nach Österreich abschieben. Sein zielloses Dasein hatte ein Ende und er fand seine Aufgabe in der deutschen Armee. Er kämpfte für ein Ziel, das er völlig verinnerlicht hatte. Auch über den Hitler im Ersten Weltkrieg wissen wir nicht viel. Den wenigen Informationen zufolge, die wir über ihn haben, war er ein guter Soldat, der sich total seiner Aufgabe verschrieb. Auf Befehl des Kaisers und seiner Generäle kommen über 13 Millionen deutsche Soldaten in den 4 Jahren des Krieges an die Front. Etwa 2 Millionen von ihnen kehren nicht mehr zurück. Einer, der überlebt, stilisiert sein Kriegserlebnis später zum Mythos. Ende Oktober 1914 hat auch das Regiment List seine Feuertaufe erlebt. Der Soldat Hitler wird befördert. In einer Kirche in Belgien ist der Gefreite Anfang 1915 untergebracht. In der Krypta haben die Soldaten Schutz vor feindlichem Artilleriebeschuss gefunden. Der Gefreite Hitler war eigentlich ein tüchtiger Soldat. Das haben alle gesagt, aber er war persönlich ein bisschen sehr eigenbrötlerisch. Und er ist ja auch nicht sehr hoch gestiegen. Er war ja noch nicht mal ein Unteroffizier oder sowas. Aber er hat sich sehr engagiert. Er hat nicht gekämpft mit der Waffe, also nur ganz kurz. Aber die andere Zeit hat er sich als Meldegänger sehr wirklich bemüht. Aber auch er war geschätzt als sehr zuverlässig. Andererseits war er ja auch tapfer, denn umsonst hätte er ja nicht diese große Ehrung auch bekommen mit dem Eisernen Kreuz. Bei all den großen Auftritten in seiner Regierungszeit später, ne, hatte er ja dann diese Auszeichnung aus dem Ersten Weltkrieg immer an der Uniform. Ne? Das war sein großer Stolz. Im Juni 1940, nach dem Sieg über Frankreich, ist Hitlers militärische Vergangenheit Thema der Nazi-Wochenschau. Noch während der Kämpfe um Dünkirchen begab sich der Führer vom Hauptquartier aus an die Front zu seinen Soldaten. Er besucht die Schlachtfelder, auf denen er selbst im Weltkrieg als Soldat gekämpft hat. Fahrt durch Ypern. Der Diktator besucht nicht nur die Gräber der Gefallenen, sondern begibt sich auch auf die Suche nach den Spuren seiner eigenen Geschichte. Ein Betonbunker in der Nähe des französischen Ortes Fromelles steht heute noch dort, wo Mitte 1915 die deutsche Frontlinie verlief. Hier war Adolf Hitler über ein Jahr lang als Meldegänger im Einsatz. 25 Jahre später kehrt er als siegreicher Feldherr zurück, zum Erstaunen der Dorfbewohner. Er hat die Bunker besichtigt. Er kam da drüben aus Fromelles. Er überquerte den Acker und da stand diese Frau. Er ist aus seinem Auto ausgestiegen, hat sie auf Französisch begrüßt und gefragt, ob sie ihn wiedererkenne. Sie sagte nein. Ich heiße Hitler, sagte er. Und da hat sie gesagt, ich habe natürlich schon viel von Ihnen gehört und die Leute hier sprechen über Sie. Ich selbst kann mich aber nicht an Sie erinnern. Er stand mitten auf dem Feld, ganz in der Nähe eines Bunkers. Er ging dann übers Feld, da waren 2 Pferde, die gehörten zu einem kleinen Bauernhof, gleich nebenan. Und er hat dann eines der beiden gestreichelt. Im nahegelegenen Fourne-en-Web hatten die Meldegänger ihre Unterkünfte. Hitler soll sogar ein Liebesverhältnis mit einer Französin gehabt und einen illegitimen Sohn gezeugt haben. Bewiesen wurde das nie. Er schreibt offenbar keine Briefe nach Hause und empfängt auch keine. Bei Kameraden und Vorgesetzten gilt Adolf Hitler als verschlossen und humorlos, aber auch als pflichtbewusst und tapfer. Im Trommelfeuer der Artillerie und der neuartigen Maschinengewehre waren bei Kriegsbeginn auch im belgisch-französischen Grenzgebiet die unerfahrenen Soldaten bei ihrem Vormarsch zu Zehntausenden niedergemäht worden. Die Toten vermoderten zwischen den Linien. Die Soldaten verschanzen sich in Schützengräben. Und auch der Stellungskrieg wird mit erbarmungsloser Härte geführt. Der Hitler, den wir später sehen, ist stärker vom Ersten Weltkrieg als von seiner Zeit in Wien geprägt worden. Später wird er immer wieder sagen, dies sei die wunderbarste Zeit seines Lebens gewesen. Er war zwar dem Krieg und seinem Regiment verpflichtet, er wollte es nicht verlassen,
Aber irgendetwas stimmt da nicht mit der Aussage, es sei die beste Zeit seines Lebens gewesen. Es beginnt 1914 aufregend, doch gleich in der ersten Schlacht werden 3/4 seines Regiments ausgelöscht. Von da an bis zum Schluss hat er ständig mit Tod und Zerstörung zu tun. In einem seiner seltenen Briefe, die er von der Front schickt, schreibt er 1915, dass der Krieg sich lohne, weil er eine Reinigung von fremden Elementen mit sich bringe. Wir sehen hier, dass der Krieg also auch eine Art rassistische Bedeutung für ihn hat. Auf seiner sentimentalen Reise in die Vergangenheit besucht der Diktator im Juni 1940 mit ehemaligen Kriegskameraden auch einen Garten in Furn, in dem 1916 eine deutsche Sanitätsstation untergebracht war. Damals entstand an dieser unscheinbaren Backsteinmauer ein besonderes Foto. Der gefreite Adolf Hitler im Kreise seiner Kameraden. Später wird das Bild millionenfach für des Führers Gefolgschaft vervielfältigt. So kann sich der Diktator bis zum Untergang als einfacher Soldat ausgeben, der seit 1914 seinen geraden Weg gegangen ist. Hitlers Einheit wird im Herbst 1916 weiter nach Süden verlegt, auf die blutgetränkten Killing Fields an der Somme. Bis heute ist der kleine Fluss ein Synonym für das massenhafte Sterben im Ersten Weltkrieg. Britische Streitkräfte haben hier eine Großoffensive begonnen. Die Deutschen wehren den Angriff ab. Bis dahin unvorstellbare Mengen von Kriegsmaterial werden in die Schlacht geworfen. Hunderttausende Soldaten für immer neue Vorstöße geopfert. Auch Hitler und sein Regiment. Gesichert sind tatsächlich Verletzungen im Ersten Weltkrieg. Einmal am 5. Oktober 1916 in der Schlacht an der Somme hat er sich eine Granatsplitterverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Er ist dann nach Belitz ins Lazarett verlegt worden, hier in der Nähe von Potsdam, und dort behandelt worden, war aber auch relativ schnell wieder gesund und hat noch eine zweite, vielleicht schwerere Verletzung im Oktober 1918, eine Gelbkreuz- oder Lost-Verletzung, also mit dem Senfgas, sodass er vorübergehend erblindete. Wegen dieser Erblindung kam er wieder in ein Lazarett. Seine Gegner haben also gesagt, die Erblindung oder das Schlechtsehen sei nicht die Folge der Stickstoff-Lost-Vergiftung, sondern die Folge seiner Hysterie. Die haben also gesagt, die Blindheit ist hysterisch bedingt bei Hitler. Dann also erblindet er 1918 vorübergehend nach einer Vergiftung mit Senfgas. Das macht es eigentlich noch schwieriger zu behaupten, es sei die beste Zeit seines Lebens gewesen. Es scheint mir eine ziemlich gefährliche Zeit gewesen zu sein. Einmal entgeht der Tod nur sehr knapp. Er wird zweimal verwundet. Um ihn herum ist überall der Tod. Man könnte spekulieren, aus einfacher psychologischer Sicht, dass der emotionslose Umgang mit dem millionenfachen Tod tatsächlich eine Abstraktion der Art ist, dass man Tod und Zerstörung wahrnimmt, sie aber nicht an sich heranlässt. Völlige Loslösung davon in fast unmenschlicher Form, das könnte auf seine Erfahrungen in diesen 4 Jahren des Ersten Weltkriegs zurückzuführen sein. Die Lazarette sind überfüllt. Der Schriftsteller Arthur Schnitzler notiert nach einem Besuch in einem Wiener Hospital: Hier ist das Wesentliche des Krieges. Alles andere ließe sich wegdenken. Diplomatie, Weltgeschichte, Ruhm, Begeisterung. Sogar der Tod, aber das Leid ist das Wesentliche. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und es kam ja wirklich das Elend. Die vielen Toten überall, die vielen Hungertoten. Zum Schluss war der Zusammenbruch ganz, ganz furchtbar. Und dann kam auf einmal der Antisemitismus hoch. Das heißt, in dem Moment, als der Erste Weltkrieg schief zu laufen begann für Deutschland, wurde der Antisemitismus auch immer größer in Deutschland. Das war ja ganz schlimm. Das hat sich auf einmal entwickelt. Wer ist an allem Elend schuld? Natürlich immer die Juden.
Und genau das hat er dann mit angenommen. Obwohl er noch einen jüdischen Offizier hatte, der hat ihm ja noch das Eiserne Kreuz gegeben im Jahr 1918. Den hat er ja auch noch gern gehabt. Aber beim Zusammenbruch war das so, dass die Amerikaner und die Juden und die Engländer und die Franzosen, sie kommen alle, um uns völlig fertig zu machen und zu ruinieren. Die harten Bedingungen des am 11. November 1918 geschlossenen Waffenstillstands lösen in Deutschland einen Schock aus, auch beim gefreiten Hitler. Als Deutschland besiegt ist, war er am Boden zerstört, wie viele, die rechtsgerichtete Meinungen vertraten oder gut hießen. Seine Welt, die er sich aufgebaut hatte und die ihm die deutsche Armee 4 Jahre lang geboten hatte, war nun zerstört. Und in diesem Zusammenhang sind vielleicht seine Persönlichkeit und seine Neigungen wichtig. Er hatte guten Grund, nach einer befriedigenden Erklärung zu suchen, die ihm neuen Lebensmut geben würde, und er fand diese Erklärung in der berühmten Dolchstoßlegende. Hindenburg, der ehemalige Oberbefehlshaber, und andere Militärs behaupteten, die Armee sei im Ersten Weltkrieg unbesiegt gewesen. Jüdische Revolutionäre seien ihr in den Rücken gefallen, so wie Siegfried in Wagners Götterdämmerung hinterrücks von Hagen erstochen wurde. Hitler kam so schon 1919 zu der paranoiden Überzeugung, die Juden seien die Feinde Deutschlands und müssten vernichtet werden. Hitler kehrt am 21. November 1918 zurück nach München, wo eine revolutionäre Regierung an der Macht ist. Im Februar 1919 versieht er eine Art Wachdienst am Hauptbahnhof und wird zum Vertrauensmann seines Bataillons gewählt. Ganz so kritisch, wie er später behauptet, kann er also der Revolution gegenüber nicht gewesen sein. Hitler schließt sich den Gegnern an, die die Räterepublik blutig zerschlagen. Es gelang ihm, Soldat zu bleiben. Er erlebt selbst die Räterepublik, eine Republik nach sowjetischem Vorbild, die im April 1919 etwa einen Monat an der Macht ist. Nach einigen Wochen gilt er in der Armee als jemand, der diese Form der kommunistischen sowjetischen Regierung ablehnt. Man schickt ihn im Sommer 1919 als Ausbilder für Soldaten, die aus dem Militärdienst entlassen werden, nach Lechfeld bei Augsburg. Seine Aufgabe ist es, sie in patriotischen Themen zu unterweisen. In dieser Zeit stellt sich heraus, dass er ein hervorragender Redner ist und alle Leute zu ihm kommen. Man wird auf ihn aufmerksam und vermeldet, dass Herr Hitler ein großartiger Redner ist. Vor allem seine antisemitischen Botschaften kommen feurig und vehement bei seinen Zuhörern an. Nachdem er sich als Redner hervorgetan hat, wird er, anfangs noch als Soldat, losgeschickt, um die vielen kleinen Parteien auszukundschaften. Eine davon war die noch junge Nazi-Partei. Und als er dort Mitglied wird, 1919, er ist noch immer in der Armee, eröffnet ihm das eine Chance, zunächst eine kleine, aus der sich eine politische Karriere in den Bierhallen entwickelt. Denn er wird rasch zum Starredner der noch jungen Partei. Ich glaube, Hitler war immer auf seine Weise ein Fanatiker. Egal auf welchem Gebiet, Geschichte, Kunst, Architektur, Musik, er hatte zu allem eine feste Meinung und es gab Überzeugungen, bei denen er keinen Widerspruch duldete. Etwas ist während des Ersten Weltkriegs oder unmittelbar danach geschehen, das ihn zu diesem politischen Fanatiker gemacht hat. Und als er 1919 vor diesen Soldaten redete, fasste er den in ihm brennenden Zorn und Groll in Worte. Er erreichte sie mit seiner Botschaft, weil er selbst so fühlte. Die Leute haben an ihn geglaubt, einfach deswegen, weil er ab dem Jahr 2021 der beste Redner war in München. Bei der ersten Rede waren da ja nur 7 oder 8 Leute. Und beim nächsten waren da 40. Und beim nächsten waren da 500. Und auf einmal hatte er den ganzen Zirkus Krone gefüllt.
Da gingen zigtausende von Menschen rein. Und die hat er wirklich dominiert. Die haben genau das gehört und verstanden, was er ihnen gesagt hat. Und die Politiker, die anders waren von anderen Parteien, die haben dann irgendwie so akademisch dahergeredet. Das haben die Leute ja gar nicht verstanden. Die wollten das auch gar nicht. Aber er hat den Leuten wirklich das erzählt und mit einem Temperament, das er dabei hatte. Er hat dann auch zwischendurch immer gebrüllt und dann wieder ganz langsam gesprochen. 4 Stunden lang, 5 Stunden lang geredet. Und die Leute waren fasziniert. Zu jener Zeit fanden Politiker die meiste Unterstützung in Freilichtversammlungen oder großen Versammlungen in öffentlichen Hallen, von Angesicht zu Angesicht also. Wenn er also vor einem Publikum stand, und wir haben die Aussagen jener, die zu Nazis wurden, weil sie ihn gehört hatten, bewunderten sie seine Aufrichtigkeit, seine Leidenschaft, seine Verbundenheit mit Deutschland. All das schien so ehrlich zu sein, und doch war es ein klein wenig künstlich. Er probte seine Reden und seine Gesten. So ist da etwas Zwiespältiges. Der Anschein von Ehrlichkeit, aber auch das Element der Berechnung. Das Aushängeschild der Rechten ist Anfang der 20er Jahre General Erich Ludendorff. Der engste Mitarbeiter Hindenburgs gilt bei den vaterländischen Verbänden als Symbol des nationalen Kampfes. Gemeinsam veranstalten Nationalsozialisten und völkische Gruppen Aufmärsche in Bayern. Noch steht Hitler dabei nicht im Mittelpunkt. Ludendorff ist der unbestrittene Anführer. Viele hoffen auf ihn als Diktator. Mitten im Gipfelmeer des Berchtesgadener Landes ist der Obersalzberg in den 20er Jahren ein florierendes Erholungsgebiet mit Restaurationsbetrieben und Landhäusern von wohlhabenden Städtern. Schon bei seinem ersten Ausflug nach Berchtesgaden ist Hitler begeistert von der Landschaft an der Grenze zu seiner alten Heimat Österreich. Im April 1923 besucht er dort den völkisch-antisemitischen Schriftsteller Dietrich Eckart. Der Herausgeber der Hetzschrift Auf gut Deutsch ist einer der wichtigsten Förderer Hitlers. Hitler kam nicht wegen der schönen Landschaft zum ersten Mal zum Obersalzberg, sondern wegen Dietrich Eckart. Dietrich Eckart war ein väterlicher Freund. Hitler hat ihn später als den Polarstern der NS-Bewegung bezeichnet. Er war ein Dichter, Schriftsteller und darüber hinaus ein unglaublicher Antisemit, ein ganz früher Antisemit. Er hat sich hier versteckt in den Bergen, weil er wegen Verunglimpfung des Reichspräsidenten gesucht wurde. Und nichts hat sich damals besser geeignet wie der abgelegene Obersalzberg. Dietrich Eckart war in einem Bergbauernhof zunächst untergekommen, versteckte sich dann in dem sogenannten Göllhäusel, das später von den Nazis als Dietrich-Eckart-Hütte benannt wurde und wiedereröffnet wurde. Und mit Hitler hat er sich hier unter falschem Namen getroffen. Dietrich Eckart nannte sich Dr. Hoffmann und Hitler nannte sich Herr Wolf. Und so kam es im Frühjahr 1923 zum ersten Zusammentreffen hier am Obersalzberg zwischen Dietrich Eckart und Adolf Hitler. Zu den wichtigsten Unterstützern rechtsradikaler Kräfte zählen auch die einflussreichen Nachkommen des Komponisten Richard Wagner in Bayreuth. Die Villa Wahnfried des Meisters wird Anfang der 20er Jahre zum Treffpunkt von Gegnern der Weimarer Demokratie. Die Wagners nehmen im völkischen Netzwerk eine zentrale Rolle ein. Der Sohn des Komponisten Siegfried Wagner ist ein überzeugter Antisemit und Nationalist. Seine Ehefrau, die gebürtige Engländerin Winifred Wagner, teilt seine Überzeugungen. Schon früh haben sie von dem Talent Hitlers erfahren und seinen Aufstieg zum erfolgreichen Redner aus der Ferne verfolgt. Hitler pilgert 1923 erstmals nach Wahnfried und wird von den Wagners herzlich empfangen.
Am Grab des vergötterten Meisters schöpft er Kraft für die kommenden Ereignisse. Die ersten Filmaufnahmen von Adolf Hitler entstanden während des Deutschen Tags in Nürnberg Anfang September 1923. 100.000 Menschen sind zu einer gewaltigen Kundgebung erschienen. Paramilitärische Verbände und Veteranenvereinigungen gedenken des deutschen Sieges über Frankreich bei der Schlacht von Sedan 1870. In einem Aktionsprogramm verlangen General Ludendorff, Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern und die Nazis die nationale Revolution. Dem Staatsstreich gegen die Regierung in München, so der Plan, muss unverzüglich ein Marsch auf Berlin folgen. Dann hat der Hitler am 8. und 9. November 1923 einen Putschversuch unternommen und ist also mit seinen Getreuen zur Feldherrnhalle in München marschiert. Und dieser Putschversuch ist aber dann von der Münchner Polizei niedergeschossen worden. Und dabei hat es Tote gegeben und auch Verletzte. Zu den Verletzten gehörte auch Hitler. Hitler hat sich also seinen linken Arm ausgekugelt. Freunde haben ihm immer wieder geraten, er möchte in ärztliche Behandlung gehen. Aber das hat er abgelehnt. Das Einzige, was er gemacht hat selbst, er hat im Grunde genommen zu Hause Physiotherapie betrieben. Das ist alles. Und behindert war er mit diesem Arm noch Jahre. Nach seiner Machtübernahme zelebriert Hitler die Jahrestage des Putsches. Eigentlich neigte er nicht zu starken Gefühlsschwankungen und er war nie lange deprimiert. Nach dem Putsch aber fiel er in eine tiefe Depression. Es hieß, er sei selbstmordgefährdet. Ob das stimmt, muss in Frage gestellt werden. Er hat öfters in seinem Leben von Selbstmord gesprochen. Doch er war nie wirklich nah dran, es zu tun. In dieser Situation aber war er ziemlich deprimiert, denn es sah so aus, als sei das Ende seiner politischen Karriere. Das wäre es auch gewesen, wenn die bayerische Justiz nicht so viel Großzügigkeit gezeigt hätte. Er hat dann den Prozess im Frühjahr 1924 dazu benutzt, um einen riesigen Propagandaerfolg zu erzielen. Er ganz allein sei verantwortlich für den Putsch, der völlig gerechtfertigt gewesen sei. Er spreche für Deutschland und übernehme die volle Verantwortung. Es wurde ihm gestattet, im Gerichtssaal endlose Reden zu halten und den Prozess in einen Propaganda-Auftritt zu verwandeln. Am 1. April 1924 wird General Ludendorff freigesprochen und Hitler lediglich zu einer Haftstrafe von 5 Jahren verurteilt, die er im Gefängnis von Landsberg verbüßt. Das Gericht verhindert die geplante Abschiebung nach Österreich. Seine Zeit in Landsberg 1924 ist eine Art privates Leben in einer sehr luxuriösen Gefängnisumgebung. Und er benutzt das, um sein Image aufzubauen. In dieser Zeit kommt er zu der Überzeugung, er sei nicht länger der Trommler, der für den großen Mann trommelt, der einst kommen wird. Er selbst sei dieser große Mann. Und so konzentriert sich in Landsberg alles auf das Bild des kommenden großen Führers für Deutschland. Er hat viel Zeit, also beginnt er, Mein Kampf zu schreiben. Mein Kampf ist eine völlig verzerrte Darstellung seines Werdegangs. Er benutzt die autobiografischen Abschnitte, um ein Image aufzubauen. Ansonsten schreibt er über die Anfänge der Nazi-Partei, die aus dem Nichts gekommen sei, mit ihm als dem genialen Führer, wie sein Genie schon in der Wiener Zeit aufscheint. Alles, was Hitler anfasst, dient immer dem Aufbau eines Selbstbildes, das er von sich entworfen hat. Seine wirklich private Seite verschwindet völlig dahinter. Und es ist sehr schwierig, das Image zu durchdringen und zur privaten Seite zu gelangen. Die Bedingungen der Haft sind komfortabel. In seiner geräumigen Zelle kann Hitler ungestört arbeiten und Besuch empfangen. Die Wärter behandeln ihn mit Respekt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung zieht sich Hitler auf den Obersalzberg zurück.
Als Herr Wolf mietet er sich in der Pension Moritz ein, deren Besitzer zu seinen frühen Anhängern zählt. Später stellt man ihm eine Blockhütte zur Verfügung, wo er Teile des zweiten Bandes von Mein Kampf diktiert. Kaum war Hitler freigelassen aus seiner Landsberger Haft, ist er sofort wieder zum Obersalzberg zurück. Er kannte damals schon den Pächter dieses Platterhofs, der eigentlichen Uransiedlung am Obersalzberg. Und der hat ihm gesagt, er kann also mit seinem Pseudonym, das er damals verwendet hat, Herr Wolf, in eine kleine Hütte, die zum Platterhof dazugehörte, aber 200 Meter entfernt war, das sogenannte Kampfhäusel, wie man es später bezeichnet hat. Und in diesem sogenannten Kampfhäusel hat er dann das Buch Mein Kampf endgültig vollendet. Immer wieder zieht sich Hitler wochenlang in die Einsamkeit der Alpen zurück, fantasiert über die Reinhaltung der deutschen Rasse und die Gewinnung von Lebensraum. Und er trifft dort ein Mädchen, das ihm offenbar gefällt. Wenn wir uns mit der Beziehung zu Mimi Reiter im Jahr 1926 beschäftigen, so ist da ein junges Mädchen, das er offenbar per Zufall in Berchtesgaden kennenlernt. Sie ist 16, er ist 37. Es ist also von seiner Seite kaum eine jugendliche Verliebtheit, aber wohl von ihrer. Es geht ihr gerade nicht so gut, denn 14 Tage zuvor ist ihre Mutter an Krebs gestorben. Hitler ist auf lokaler Ebene schon eine Berühmtheit und sie ist wahrscheinlich ziemlich überwältigt, ihn zu treffen und von dem Interesse, das er an ihr zeigt. Der Parteiführer umschwärmt die kleine Mimi. Später erzählt sie, Hitler habe sie leidenschaftlich geküsst und ihr seine unsterbliche Liebe bezeugt. Er nennt sie seine Waldfee und schreibt ihr schwülstige Briefe. Weißt du, Mietzel, wenn ich oft Ärger und Sorgen habe, dann möchte ich so gerne bei dir sein und in deine lieben Augen sehen können. Du weißt wirklich nicht, was du mir bist und wie lieb ich dich habe. Er unterschreibt mit Wolf. Er verhält sich genau wie sein Vater. Er mag offenbar junge Mädchen. Die Geschichte von Mimi Reiter ist die eines Mädchens, das hingerissen von Hitler ist. Hingerissen von dem Image, oder davon, dass sie jetzt jemand ist, dass jemand, der schon berühmt oder bekannt ist, an ihr Interesse zeigt, sich auf sie einlässt. Wahrscheinlich hat er die Verliebtheit des Mädchens für eine Weile einfach nur ausgenutzt. Er spielt mit ihr. Und dann, ein paar Monate später, verstößt er sie, schenkt ihr eine Ausgabe von Mein Kampf. Und sie gibt ihm ein paar Kissen, die sie bestickt hat. Was Mimi nicht weiß, in der Nazi-Parteizentrale in München ist ein anonymer Brief eingegangen, in dem man dem Führer Unzucht mit einer Minderjährigen vorwirft. Ein derartiger Skandal könnte seine politische Karriere vernichten. Hitler ist zu dieser Zeit pausenlos unterwegs zu Wahlversammlungen und so sehen sich die beiden nur selten. Im Sommer 1927 lässt er sich bei Mimi nicht mehr blicken. Im Jahr darauf mietet er am Obersalzberg Haus Wachenfeld, das der Witwe eines Geschäftsmannes aus Buxtehude gehört. Sie überlässt ihm das Anwesen für 100 Reichsmark im Monat. Hat sich Hitler zunächst am Obersalzberg versteckt, lässt er jetzt seinen Leibfotografen Heinrich Hoffmann Fotos aufnehmen, die ihn auf seinem Berg zeigen. Als friedlichen Bürger und gütigen Hundeliebhaber auf Urlaub, der in der Abgeschiedenheit der Berge Ruhe und Frieden sucht. Demonstrations- und Redeverbote gegen die Nazis lassen sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Von Berchtesgaden aus reist der Führer durchs Land, um bei Massenveranstaltungen Hetzreden zu halten. Die Einschränkungen des Versailler Friedensvertrages, Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit treiben den Nazis massenhaft Wähler zu.
Haus Wachenfeld wird zum alpinen Stützpunkt ausgebaut, wo Hitler mit engen Vertrauten wie dem Fotografen Heinrich Hoffmann und seinem Stellvertreter Rudolf Hess Pläne für die Machtübernahme schmiedet. Er hat eine Entourage, seine eigenen Groupies und Anhänger. Und der Rückzug ins Haus Wachenfeld war die natürliche Folge davon. Wo auch immer er sich befand, war er von Leibwächtern, Saalordnern und Bodyguards umgeben. Es gab diesen inneren Zirkel, seine sogenannte Familie, seine Entourage. Von allem anderen wurde er abgeschirmt. Einerseits wurde er so beschützt, andererseits trug das dazu bei, diesen Mythos vom der Welt entrückten Menschen aufzubauen, für den es keinen Alltag gibt. Diese Seite von Hitler, der Aufbau seines Images, ist ungeheuer wichtig. Das beginnt schon sehr früh in seiner Karriere und es wird im Lauf der Zeit immer entscheidender. Haus Wachenfeld ist sein Refugium, wo er Pläne schmiedet und die Kämpfe seiner innerparteilichen Rivalen beobachtet. Am Obersalzberg, dem schönsten aller Plätze, wie er meint, verbirgt sich Hitler oft für Wochen vor der Öffentlichkeit. Nur Heinrich Hoffmann darf ihn dort fotografieren. Die Kontaktabzüge sind erhalten geblieben und offenbaren seltene Einblicke in das Privatleben des Führers. Hitlers Halbschwester Angela Raubal führt ihm am Obersalzberg den Haushalt. Fotos zeigen deren Tochter Geli mit dem Onkel. Als 19-Jährige ist sie mit ihrer Mutter 1927 nach Bayern gezogen. Rasch gelingt es dem charmanten Mädchen, den ledigen Onkel für sich einzunehmen. Die Geschichte mit Geli Raubal ist schon etwas mysteriös. Sie ist ein lebhaftes, kokettes Mädchen, das 1929 auf der Bildfläche erscheint und zwei Jahre lang dauernd in seiner Nähe ist, bis zum Sommer 1931. Hitler scheint eine Beziehung zu ihr unterhalten zu haben. Doch welcher Art diese Beziehung war, ist schwer zu sagen. Seine politischen Gegner behaupteten, er habe allerlei abnorme und gewalttätige Sexualpraktiken bevorzugt. Das ist möglich, aber wir wissen es nur von seinen politischen Feinden. Im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes OSS befasst sich der Psychologe Walter Langer 1943 mit dem Sexualverhalten Hitlers. Ein besonderes Objekt der wissenschaftlichen Begierde Langers ist die Nichte. Des Führers ehemaliger Kampfgefährte Otto Strasser behauptet, Geli sei dem Onkel in dessen Wohnung bei perversen Spielen zu Willen gewesen. Laut der OSS-Studie habe sie erzählt, Zitat, es sei für ihn von höchster Wichtigkeit, dass sie sich über ihn hocke, sodass er alles genau sehen könne. Hitler, so behauptete Strasser, sei nämlich Undinist. Er beziehe seinen Lustgewinn aus weiblichen Urinduschen. Geli habe ihn regelmäßig und freiwillig entsprechend verwöhnt. Der Diktator, so das Fazit von Projektleiter Walter Langer, sei gefühllos und pervers. Nur so seien seine Machtgier und Skrupellosigkeit zu erklären. Gelis Liebe gilt schon bald einem anderen. Sie schwärmt für den Chauffeur des Onkels. Doch als Emil Maurice bei Hitler um die Hand der Nichte anhält, lehnt der in rasender Eifersucht ab. Geli ist verzweifelt. Onkel Adolf verlangt, dass wir zwei Jahre warten. Bedenke, Emil, zwei volle Jahre, in denen wir uns nur hier und da küssen dürfen und immer unter der Obhut O.A. Onkel A. ist jetzt furchtbar nett. Ich möchte ihm gerne eine große Freude machen, weiß aber nicht womit. Es ist offensichtlich, dass er Geli gegenüber immer besitzergreifender, besessener wird.
Er ist sehr misstrauisch, sobald sie etwas nicht in seiner Begleitung unternimmt. Für ein solch junges Mädchen ist es eine ziemlich erdrückende Präsenz des Onkels, der sie irgendwie umklammert und nicht aus den Augen lässt. Das muss schrecklich gewesen sein. Es scheint, als habe sie 1931 nach Wien zurückkehren wollen, um seiner Gegenwart zu entfliehen. Wie es dann genau zu dem Selbstmord kam, ist unklar. Seit 1929 bewohnt Adolf Hitler eine 9-Zimmer-Wohnung am noblen Prinzregentenplatz in München-Bogenhausen. Albert Speer schreibt später über seinen ersten Besuch dort: Die Wohnung Hitlers lag 2 Treppen hoch. Ich wurde zunächst in einen Vorraum eingelassen, der mit Andenken und Geschenken niedrigen Niveaus vollgestellt war. Auch die Möblierung zeugte von schlechtem Geschmack. Das Haus beherbergt heute eine Polizeiinspektion. Oberkommissar Dieter Vögele hat sich seit vielen Jahren mit der Geschichte des Hauses beschäftigt. Das sind die Räume der Hitlerwohnung. In der Größe von 397,5 Quadratmeter. Das ist hier die Diele. Da befindet sich in diesem Raum ein Teil vom Ess- und Speisezimmer, beziehungsweise Wohnzimmer und Speisezimmer. Da haben wir das Fremdenzimmer, wo die Gilly Raubal gewohnt hat. Jetzt dann weiter in das Bad, das von beiden Zimmern zu betreten war. Und jetzt kommen wir in die spärlich eingerichtete Schlafzimmer, wo nur ein Bett, ein Tisch, kleines Schränkchen gestanden ist. Hier haben wir einen Teil vom Wohnzimmer, der von unserer Dienststelle als EDV-Schulungsraum genutzt wird. Und hier haben wir die historische Bibliothek aus der Zeit von den Vereinigten Werkstätten in München gefertigt. Und die war vollgestellt mit Literatur, weil Hitler war ein sehr belesener Mensch. Und jetzt stehen die Pokale von dem Bogenhauser Kops, das für die sportlichen Erfolge, die wir erzielt haben in puncto Fußball. Und hier war dann die Couch gestanden. In diesem Eck hat sich dann die Gilly Raubal im September 1931 das Leben genommen. Ob die kokette Landschönheit am Prinzregentenplatz in München wirklich mit dem Onkel eine inzestuöse Beziehung unterhielt, ist nicht erwiesen. Fest steht nur, dass sie hier am 19. September 1931 erschossen aufgefunden wurde. Laut Polizeiprotokoll hatte die Leiche Gelis schon seit Stunden in ihrem Zimmer gelegen, mit dem Gesicht auf dem Boden. Der Sachlage nach nehmen die Beamten Selbstmord an. Nach einem Schuss in die Brust sei die junge Frau jämmerlich verblutet. Hitler reagiert hysterisch auf die Nachricht von Gelis Tod und verfällt in eine tiefe Depression. Am Rande eines Nervenzusammenbruchs spricht er davon, die Politik aufzugeben und alles zu beenden. Zeitungen mutmaßen, er selbst habe die Nichte ermordet. Es stimmt einfach nicht, dass Hitler sie umgebracht hat. Er war zu der Zeit auf der Rückfahrt aus Nürnberg und wurde bei Ingolstadt wegen zu schnellen Fahrens von der Polizei angehalten. Also war er nicht direkt verantwortlich. Und warum sollte er jemanden beauftragen, sie in seiner Wohnung umzubringen und nicht anderswo? Das ist unwahrscheinlich. Es war doch offenbar so, dass sie Selbstmord begangen hat. Ob es ein geplanter Suizid war oder nur ein fehlgeschlagener Hilferuf, werden wir wohl nie erfahren. Interessant ist doch, ob er sich wirklich zu Gelly hingezogen fühlte. Es wahre Liebe war oder nur Schwärmerei. Jedenfalls wurde sie schnell ersetzt.